Video. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie versprochen, wie ihr im Online-Modus ein Tier sein könnt, Leute. Und ihr könnt so gesehen, ob ihr ein Tier seid oder irgendwas anderes im Online-Modus, das entscheidet ihr selber. Aber wenn ihr ein Tier sein wollt, dann braucht ihr Peyote-Pflanzen, Leute. Und falls ihr euch fragt, was Peyote-Pflanzen sind, Peyote-Pflanzen sind so gesehen Pflanzen, die man in dem Offline-Modus finden kann, die euch dann in Tiere verwandeln. Und ja, ich kann euch auch im Video heute mal direkt eine Peyote-Pflanze zeigen. Und die Peyote-Pflanze macht, dass ihr ein Wolf werdet, Leute. Und ja, die ganze Location für diese Peyote-Pflanze, damit ihr ein Wolf werdet, ist nämlich genau hier. Ich würde sagen, wir sind wieder, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Und ja, Leute, wenn ihr dann hier an der Location angekommen seid, lauft jetzt einfach genauso wie ich, am besten sogar in Ego-Perspektive. Also könnt ihr die Dinge einfach am besten sehen. Und dann müsste die jetzt eigentlich hier irgendwo rumliegen. Wartet mal. Lass noch mal kurz gucken, wo sie denn jetzt genau liegt. Da, hier seht ihr es, Leute. So sieht diese Peyote-Pflanze aus. Dann lauft ihr einfach ein bisschen näher dran und drückt Pfeiltast nach rechts. So, dann kommt hier so eine Meldung, da könnt ihr einfach X drücken, denn das überschreibt einfach nur euren Stand so gesehen. Aber Leute, es kann auch sein, dass es bei mir jetzt kein Wolf ist, das ist immer recht unterschiedlich. Und ja, wir warten jetzt mal kurz. Okay, in dem Fall bin ich jetzt ein Hund, aber wie gesagt, ja, ihr könnt jetzt halt ein bisschen hier rumchillen, wenn ihr wollt. Aber ihr könnt auch direkt, falls das nach rechts drücken und loslegen mit dem Glitch. Und Leute, für diesen Glitch braucht ihr nämlich folgende Sachen. Ihr braucht für diesen Glitch einen Account, wo ihr einen Charakter habt, der euch nicht wichtig ist. Das heißt, links oder rechts muss ein Charakter sein, der euch nicht wichtig ist, den ihr einfach löschen könnt. Denn jetzt, entweder, also so gesehen, es ist egal, ob ihr im Online-Modus seid oder in dem Offline-Modus, ihr geht einfach erstmal in die Charakterauswahl. Heißt Online und dann einfach Charakterauswahl. Und Leute, es tut mir leid, wenn ich das ein bisschen schlecht erkläre. Es ist selber mein zweites Mal, dass ich diesen Glitch mache. Aber ich hoffe mal, ich kann das so gut wie es geht erklären für euch, damit ihr den Glitch auch versteht. So, wenn ihr dann jetzt in der, ja, im Charakterauswahl reingeladen seid und wie ich links oder rechts einen aktiven Charakter habe, heißt so gesehen, Leute, ich werde jetzt den Level 1er Charakter löschen, der 0 AP hat und nicht mein Hauptaccount, der mit 535 Level, sondern den hier. Es ist wichtig, dass ihr den richtigen löscht und nicht euren Hauptcharakter. Das heißt, diesen Charakter lösche ich jetzt. Heißt, ihr drückt jetzt Pfeiltaste nach, nicht Pfeiltaste nach, sondern ihr drückt Viereck und dann müsst ihr da löschen eintippen. Bei mir seht ihr das jetzt leider nicht. So Leute, wenn ihr das Wort löschen eingegeben habt, kommt diese Meldung. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr nicht euren Hauptcharakter löscht, denn ja, ich glaube, das ist nicht so geil, wenn ihr keinen Hauptcharakter habt, aber wenn ihr auf jeden Fall euren Charakter dann gelöscht habt, macht ihr jetzt folgendes. Ihr geht jetzt einfach auf den neuen Charakter und drückt X zum Bearbeiten, Leute. Dann wartet ihr einfach kurz. So, und bei dieser Meldung möchtest du den Rang 120 deines Charakters, Jimayu Charakter 2, auf den neuen übertragen. Da drückt ihr Nein. Das müsst ihr sogar machen. Also nicht ihr könnt es machen, sondern ihr müsst das machen, Leute. Und jetzt macht ihr einfach, ja, sofort einfach Pfeiltast nach unten, speichern weiter. Irgendeinen Namen einfach eingeben. So, zack, Foto machen. Und jetzt kommt eine Meldung, wo steht, möchten Sie irgendwie die Einführung von GTA Online überspringen? Da drückt ihr auch ja, denn dann geht das Ganze weitaus schneller, Leute. Wir warten jetzt kurz. Diese Meldung nämlich einfach mit X bestätigen. Und jetzt müsst ihr halt warten, bis ihr komplett in GTA Online reingeladen seid. Ihr kriegt jetzt auch erstmal das Casino-Trailer. Aber ich würde sagen, wir sind es wieder, wenn wir in GTA Online reingeladen sind. Bis gleich. Und ja, Leute, wenn ihr dann jetzt genauso wie ich einfach hier gespawnt seid, müsst ihr jetzt folgendes machen. Ihr müsst jetzt wieder Option drücken, auf Online und in die Charaktereauswahl wieder reingehen. Und Leute, wichtig ist,
Ihr braucht doch unter anderem am Ende des Glitches einen Freund, der in einer Einladungssitzung ist und der darf euch nicht eingeladen haben. Das heißt, wenn ihr ihm so gesehen versucht beizutreten, kommt eine Meldung, dass diese Spielersitzung nur ausschließlich für Spieler mit Einladung ist. Und wenn ihr jetzt wie ich wieder in der Charaktereauswahl angekommen seid, müsst ihr jetzt Folgendes tun. Ihr nehmt jetzt nämlich euren Level 1er Charakter, den ihr euch vorhin erstellt habt, und löscht den wieder. Also heißt nicht diesen Charakter, sondern diesen hier. So. Jetzt warten wir kurz, bis wir den Charakter gelöscht haben. So, wenn ihr den Charakter jetzt gelöscht habt, ist es wichtig, dass ihr auf den linken Charakter geht und einfach Kreis drückt. Also heißt, nicht auf den Charakter, sondern auf den hier und einfach Kreis drücken. Also heißt, auf euren neuen Charakter, den ihr gerade gelöscht habt, einfach Kreis drücken. Die Story reingeladen werden und nun jetzt kommt ein bisschen kniffliger Part, aber ich denke mal, dass die meisten von euch das Ganze hinbekommen werden. Denn jetzt müsst ihr nämlich in den Regisseur-Modus gehen. Zack, zack. Und Leute, was ich euch auch noch sagen kann, ihr braucht für diesen Glitch das Tier, was ihr haben möchtet, in Online-Modus. Und irgendein Vogel, heißt, ihr könnt eine Taube haben, eine Krähe haben, ein Hühnchen haben, das ist ganz egal. Denn jetzt, wenn ihr im Regisseur-Modus geht, geht ihr auf Akteure, Tiere. Und da könnt ihr jetzt auch schon sehen, dass dabei halt euer Hund ist, den ihr hattet. Bei mir ist es jetzt ein Retriever gewesen. Ich habe halt einen Retriever und einen Husky und ich werde heute einen Retriever einfach in den Online-Modus bringen. Und zum Verglitschen benutze ich einfach meine Taube. Das heißt, ihr drückt jetzt auf den Vogel, den ihr dafür benutzt, einfach X. So Leute, wenn ihr dann gespawnt seid, geht ihr am besten zu dem gleichen Spot, wo ich hier bin. Das ist nämlich hier auf der Karte, Leute. Und jetzt müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst losfliegen, öffnet dann das Interaktionsmenü, geht auf Regisseur-Modus beenden. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr müsst vor einem Auto fliegen und kurz bevor ihr aufprallt, müsst ihr einfach X durchspammen. Ich kann mal gucken, ob ich das jetzt sofort schaffe. Ja. Also Leute, in meinem Fall habe ich es erst nicht geschafft, aber ich kann es euch auch nochmal zeigen. Also ihr geht in Regisseur-Modus. Warten kurz. So, wenn ihr im Regisseur-Modus angekommen seid, geht ihr wieder auf Akteure. Zack, Tiere. Irgendeinen Vogel auswählen. Ich mache das meistens mit der Taube. X drücken auf den Vogel, den ihr für das Verglitschen benutzt. So, wenn ihr dann jetzt angekommen seid, wieder in die Luft fliegen, Interaktionsmenü öffnen, auf Regisseur-Modus beenden gehen und dann wieder vor ein Auto fliegen und kurz bevor ihr aufprallt, X durchspammen, Leute. Boah, ich guck mal, ob ich das jetzt schaffe. Ja, ich habe es jetzt zum Beispiel wieder nicht geschafft, Leute. Und wenn das so wie bei mir sein sollte, dass ihr auch irgendwie hier richtig komisch reingezogen werdet, wieder in den Regisseur-Modus, oder irgendwie anders, das ist halt wie bei mir ist, dass ihr dann einfach in den Story-Modus wieder geht, müsst ihr das Ganze wieder von neu machen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich das Ganze geschafft habe. Bis gleich. Ja Leute, wenn das dann so wie bei mir sein sollte, dass ihr so ein Außergefechtsscreen habt, dann habt ihr das Ganze nämlich geschafft. Denn jetzt kriegt ihr nämlich einen unendlich langen Ladebildschirm. Und jetzt müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst euer Touchpad gedrückt halten. Dann hört ihr irgendwas Interaktionsmenü, dann drückt ihr einmal fett das nach oben und X. Dann kommt diese Meldung, bei der drückt ihr X. Und jetzt habt ihr schon die schwierigsten Parte hinter euch. Denn jetzt sucht ihr einfach euer Tier aus, was ihr in dem Online-Modus haben wollt. Wie gesagt, bei mir ist es in dem Fall jetzt der Retriever. Da einfach den hier. Und auf das Tier X drücken, was ihr haben wollt im Online-Modus.
So, dann müsstet ihr auch schon sehen, dass ihr wie ich halt irgendwo jetzt mit dem, ja, hier spawnt. Jetzt macht ihr folgendes, ihr drückt jetzt die Options, die Interaktionsmenü-Taste lange und geht auf Regisseur-Modus beenden, Leute. Und jetzt müsstet ihr bemerken, dass ihr mit dem Tier, was ihr so gesehen gerade ausgewählt habt, in dem Offline-Modus spawnt, also gesehen in Story-Mode. Und jetzt müsst ihr folgendes machen, Leute, ihr müsst jetzt nämlich eurem Freund joinen, der in einer privaten Sitzung ist. So, wenn ihr jetzt eurem Freund gejoint seid, wartet jetzt, bis die Meldung kommt. So, dann bei der drückt ihr nämlich einfach X. Ist egal, ob da eine Zielmeldung-Modus kommt oder nicht. Und jetzt wartet ihr einfach. So, wenn diese Meldung kommt, könnt ihr auch einfach X drücken. So Leute, und wenn diese Meldung kommt, die Sitzung, der du beitreten möchtest, ist privat. Du brauchst eine Spielladung, bei der drückt ihr einfach X. Und Leute, wenn ihr eine Zeitüberschreitung-Meldung habt, dann müsst ihr leider Gottes Willen den ganzen Glitch nochmal von neu machen. Und ja Leute, also folgendes, ich werde euch jetzt einfach ein Gameplay zeigen, wie ich im Online-Modus mit einer Taube war, denn ich habe das Ganze jetzt schon zweimal nochmal ausprobiert, nur ich hatte halt immer die Zeitüberschreitung, Leute. Aber ja, es kommt jetzt das Gameplay, wie ich in dem Online-Modus eine Taube bin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao.